Wisst ihr, wie viele wir in der Kirche waren? Die Witwe mitgezählt? Wir waren 7. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet, aber bei deiner Beerdigung werden es nicht mehr sein. Du machst Witze. Nein. Wieso sagst du das? Wieso sagt er das? Na, weil du keine Freunde hast. Willst du meinen Kalender sehen? Ich habe 15 Termine am Tag. Wer ist dein bester Freund? Aber ich habe eine Menge. Ich würde sagen, du hast keine. Was wettest du? Deine griechische Vase. Verkauf für 200.000 Euro an Monsieur. Wenn du mir bis Monatsende nicht deinen besten Freund vorgestellt hast, bekomme ich die Vase. Brüder Severin, Nummer 12. Guten Tag, Monsieur. Wie bitte? Guten Tag, Monsieur. Komm, ertrinken wir. Entschuldigen Sie, Monsieur. Sind Sie Freunde? Ja, und wie haben Sie das gemacht? Man muss sympathisch sein. Und das heißt? Tja, wenn Sie das nicht mal wissen, vergessen Sie es. Gut, ich wiederhole. Sympathisch, freundlich. Guten Tag, Madame. Und ehrlich. Das ist besonders wichtig. Ehrlichkeit. Gibt es jemanden, den Sie um 3 Uhr morgens anrufen könnten? Nein, den gibt es nicht, nein. Auch nicht, wenn Sie ein großes Problem hätten? Nixer! Ich habe kein großes Problem. Aber klar, Sie können niemanden um 3 Uhr morgens anrufen. Er ist Taxifahrer. Machst du Witze? Es ist sehr praktisch. Ich rufe an, zack, er kommt. Noch 3 Tage. Gut, es ist spät. Ich will nach Hause. Nein, du schläfst hier. Ich habe eine Menge Gästezimmer. Ja, daran fehlt es dir sicher nicht. An Zimmern. Was ist denn für dich, mein bester Freund? Das ist jemand, der Risiken für dich eingehen würde. Auch wenn es illegal ist? Ich finde, Freundschaft ist das Schönste, was es gibt. Eine echte Freundschaft ist immer irgendwie ganz offen. Es gibt keine Hintergedanken. Seht ihr? Überraschung!